Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Wie immer mit dabei, unsere Silkene. Hi. Unser Rahman Rahmador. Moin. Unser Barock Zombold. Hühü. Unsere Lemmy. Lemmy, Alter. Was? Nee, der ist ja auch schon Ewigkeit nicht mehr dabei. Ja, verdammt. Ach, so ein bisschen. Unsere Sunny, verdammt. Hallöchen. Und die Stimme aus dem Off, wie immer, unser Salty. Na toll, kann aber keiner lesen. Er schreibt jetzt zwar Moin Moin, aber... Und um an den Spruch, den ja Barock am Ende der letzten Folge zitiert hat, nochmal anzuschließen, den hat Salty sich dazu noch ausgedacht und auch noch in Teamspeak gepostet, sie alle zu schinden, ins Dunkel zu graben, ewig zu schippen, in einem Lande planlos, wo das Chaos droht. Ach, gut, das müsste jetzt nochmal in sein. Ja, aber das hast du sowas von aus dem Zusammenhang gerissen, dass wahrscheinlich keiner mehr versteht. Ja, guck er die Folge an. So, aber wir haben offiziell inzwischen... eine Schaufel auf der Strichliste. Sonst hat noch keiner eine durch bis jetzt. Nee, noch nicht, aber bald. Okay, sein Team lockt gleich nochmal ein und versucht, solange ist er im AFK. Jetzt war eben die Frage, konnte ich Kräutergärten auf unbehandelten Böden setzen oder mussten die planiert sein? Planiert. Die sind doch eh planiert da hinten. Das ist doch schon alles planiert da hinten. Ich werde, glaube ich, das Graben gleich mal kurz unterbrechen, ein paar Granaten bauen zum Skillen und dann weitergraben. Kann sich meine Ausdauer kurz regenerieren. Werde ich mir noch eben Pulverchen gleich reinfalten. Ah, sein Team wollte, ihr kommt wieder zurück. Ja, sagte ich ja gerade. War jetzt so lange AFK. Ja, ja. AFK. So. Ja. Wer aufgeschüttelt hast, komm mal hinter dir. Da bist du. Also von hier, wo ich stehe? Ja. Bis da hinten, wo du die Steinkante siehst, das sind 25 Blöcke. Okay. Und jetzt guck mal nach rechts, wie weit du noch aufschütten musst. Ja, das. Wie viel sind das? Müssen wir mal gucken. Hier kann man ja noch ein bisschen weggraben. Ich ja, nee, bis hier, guck mal. Hier die Steinkante. Das sind 25 Blöcke. Ja, weiß ich. Aber ich sag ja, hier kann man ja noch ein Stück reingraben. Ja, und ja. Und da muss ich weniger nach vorne graben. Sind wir ja dran. Siehst du, ich kann mir auch mal ein Baustellenschild hinten hinsetzen. Wo die 25 waren. So, fangen wir hier nochmal an. Eins. Könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Hat dich eine Schlange gebissen? Ja. Oh, da muss der Onkel Dr. Rahman ganz schnell hin und das Gift raussaugen.
Und jetzt noch ein Lolli. Wollte geheilt sein. Zumindest bei Truhe solltest du gekriegt haben. Dankeschön. Bitteschön. Ich kann Gift zum Glück selbst heilen. Also bei mir. Wäre ich, glaube ich, schon dreimal gestorben. So, da habe ich mir mal ein kleines Schildchen gesetzt, wie weit ich noch buddeln muss. Habe ich gleich wieder Tränen in den Augen, wenn ich das sehe. Ach, man sieht sogar das Schildchen, super. Ist ja nicht mehr weit. So. Nafta ist in deiner Kiste, Barmann. Jetzt 16. Was, 16? Ja, aber ist in der Kiste, ja. So. Da. Sehr schön. Mal eben was mampfen. Ach nee, dafür müsste ich ja erst noch ein paar Pfeile bauen, ne? Oder wie war das? Ich komme ja gar nicht weiter beim Skillen. Brauch noch 4 Punkte in Bogenbau. Ja gut, das krieg ich hin. Muss ich mir meine Säge holen.
Ich fühle mich gerade leicht veralbert. Warum? In der Montagsfolge, also vor knapp 2 Stunden, habe ich die komplette Mine abgestützt und ausgegraben, was an Erde drin war. Jetzt ist mir das ganze Scheißding schon wieder zusammengebrochen. Naja, was soll's. Wenn ich raten müsste, hast du es nicht komplett abgestützt. Nein, es ist da zusammengestürzt, wo ich keine Abstützung habe. Sag ich doch. Weil ich da gerade erst bzw. Stein rausgeprügelt habe. So. Das kleine Zwischenprojekt auch wieder erledigt. Weiter geht's mit dem Graben. So, ich glaube, es ist wieder Schulzeit, ne? Das auch. Da. Kavallerist 60,31 kann ich jetzt ausbilden. Versuch von Salentin im Global. Er ist wieder da. Das war auch mal ein guter Film. Nein. Oh, da waren ein paar lustige Sachen bei. Ja, aber eine oder zwei lustige Sachen in einem kompletten Film finde ich jetzt nicht so gelungen. Oh, ich fand ihn ganz okay. Hab schon schlechtere gesehen. War jetzt nicht so der mega Blockbuster, aber... Schlechtere Beispiele. Das schlechtere Beispiel als diesen Film? Ja. Oh, wie... Warte mal. Wie hieß der noch? Blutsteinritter oder sowas? Ritter des Blutsteins? Was? Guck ihn dir nicht an. Ja, das sagt mir auch nichts. Es macht doch nichts. Erkan und Stefan ist auch schlechter. Oh, ja, okay, Entschuldigung. Oh. Der Tod kommt krass. Far Cry. Der war gar nicht so schlecht.
Ich fand den Film richtig grottig. Ist halt auch oft immer Geschmackssache, ne? Also, ja, das Original, also im PC spielt es auf einer Inselkette. Ja, im Film spielt es irgendwo im kanadischen Wald. Insel, Karibik, Wald, Kanada? Es ist ein Uwe Boll-Film. Erwartest du da irgendwas, was passt? Man sollte sich zumindest an die Hintergrundstory des Spiels halten. Weiß nicht, also ich sag's mal so, Computerspiele-Verfilmungen sind eher selten gelungen. Postal 2 war klasse. Also Postal, der Film. Ich bin ja jetzt gespannt, was aus Half-Life wird. Der soll ja nächstes Jahr endlich verfilmt sein. Also den Warcraft-Film fand ich jetzt auch nicht so pralle. Aber sie hätten es schlechter machen können. Ja, das stimmt, aber das macht die nicht zum guten Film. Bei Warcraft musstest du die Hintergrundgeschichte einigermaßen kennen. Ich meine, ich hab viel wiedererkannt, ja, aber ich glaube, ich weiß nicht. War nicht so gut wie das. Ich finde das Spiel besser. Genauso wie hier Assassin's Creed. Den Film fand ich auch nicht so prall. Naja, stimmt. Ich weiß nicht, ob man da als Gamer so gewisse Ansprüche dran setzt, aber. Also schlimmer als Game-Verfilmungen finde ich ja immer noch Buchverfilmungen. Meistens sowas von Herrn ab, jedes. Ja, es geht noch einigermaßen, aber da haben sie halt viel zu viel weggelassen. Ja. Und am Anfang nicht gewusst, was sie am Ende draus machen wollen, deswegen wichtige Sachen weggelassen. Ja, das ist, du kannst halt mit einem Film nie das erreichen, was das Buch schafft. Doch, ne, kannst du. Na, doch, kannst du. Dune, der Wüstenplanet, gibt es eine dreiteilige Filmvariante, die fast 1:1, jeder Dialog vom Buch kommt im Film vor. Okay. Was? Jetzt die Frage, Spiel welche? Geht nicht, oder was soll das heißen? Es gibt inzwischen mehrere Dune-Verfilmungen. Ja, Aragorn war schon schlimm. Aragorn, ja, der war übel. Aragorn, ja. Was momentan aktuell ist, ist der Dunkle Turm. Ja, kommt ist, doch jetzt erst. Ja, ist auch ziemlich übel am Buch vorbei. Beziehungsweise den Büchern. Die haben aus 8 Büchern einen Film gemacht. Oh, ich kann wieder einen Strich machen. Also. ...38,9 die zweite. Ich glaube, ich schaffe in der ganzen Woche nur 3 Felder. Ja, aber die lange Leiste, die da machst, ist ja auch die schwierigste, weil da alles aufschütten musst. Ja, in beide Richtungen. Deswegen mache ich das ja auch. Dann ist das schon mal weg, weißt du? Und ich habe da hinten so ein kleines Schild positioniert, bis wo ich hin muss. Siehst du es mit dem Fernglas? Nee, man kann es sogar mit dem Auge sehen. Zumal genau da an der Stelle, wo ich jetzt bin, ist in dieser tiefen Stelle noch so eine Kuhle drin da, wo die Bäume sind, weißt du? Da rutscht auch viel Erde rein. Richtig mies. Och, das ist ja überhaupt nicht weit. Nee, ne? Da können wir noch ein bisschen mehr machen, bis hinten zur anderen Baumreihe. Ja, sicher, sicher. Wieso? Ich meine, dass wir so einen Vorhof und so haben, weißt du? Jo. Stelle. Genau. Ben. Kannst ja mitbuddeln. Ich buddel schon längst. Kannst ja an der Stelle mitbuddeln. Die ist ziemlich frustrierend. Mein Angebot kennst du. Lass den Server laufen. Ist die Fläche dann nächste Woche komplett fertig? Jo. Du Nerd, ey. Saladin hat's gesehen. Ich habe schon Schlimmeres aufgeschüttet. Wie gesagt, 24 Höhenmeter und das auf einer Fläche, weiß nicht, 80 mal 100. Oh ja, er schreibt sogar. Oh ja. Aber der Eingang sah cool aus, oder? Wenn du es als Beispiel nimmst, wir haben jetzt wie viel? 3 Ketten bisher gefunden. Und da hatte ich 24. Kann man entsprechend hochrechnen, glaube ich.
weiter geht's. Erde, Erde, Erde. War schon wieder jemand in der Schule? Ja. Sehr schön. Kriegst du mehr Points, wenn der Skill höher ist? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Was ist doch wichtig? Da muss man doch nachgucken. Achso, hattest du die Kräutergärten jetzt eigentlich alle angesetzt? Ich bin gerade am Bereiten der Fläche. Ach so. Hä? Da war doch schon alles planiert. Ach so, ja. Kiesen musst du noch, ne? Ich will kiesen. Hier kommt eine ordentliche Straße rein, womit man sich schneller bewegen kann. Sehr schön. Also, wenn ich mir schon solche Aufträge gibt, dann kommt hier auch wenigstens auf Anspruch. Wobei ich ganz ehrlich sein soll, ich trotzdem das vielleicht Kräutergärten hintereinander setzen. Ja, aber statt wenn du... Straße, Kräutergarten, Straße, Kräutergarten. Ja, aber wenn du festbackst, das ist es nicht wert. Auch wieder wahr. Das ist wieder mehr Ärger als Nutzen. Dann kannst du ständig da wieder einen wegkloppen und neu bauen. Das nervt ja auch nur. Ja, ständig nicht, aber einmal reicht schon. Ja, weiß ja, wie man dann ist. Dann vergisst man das, hüpft wieder rüber, rutscht wieder rein, ne? Weil irgendwas schnell gehen soll. Ja, genau das. Also wenn du aufpasst, kommt man drumrum, aber... Naja, wie oft passt man nicht auf? Eben, wenn was schnell gehen muss, zack, ist es passiert, ne? Wenn Wolf hinter dir her ist oder so. Ja, eben. Immer zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Kann man sowas als Wolfsfalle benutzen? Ich glaube nicht. Könnte man mal probieren. Es wäre auf jeden Fall cool um die Burgmauern rundherum. Ja, genau. Dann kann man einfach auf die unten schießen, die festbacken. Richtig. So drei Reihen Kräutergärten um die Burgmauer rum. Das fände ich eine coole Defensive. Ja. Wer braucht schon Gräben und Stacheln und so? Man baut Kräutergärten. Ja. Die Kräutergärten also des ernsthaft, Todes. Das wäre eine coole Sache. Ja, zumal keiner da Gefahr drin wittert. Und wir hätten genug Kräuter. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, drei Reihen um die Burg bauen. Fangen wir an. Du, ich bin ganz ehrlich, ihr wollt nur, dass ich sie setze. Die Materialien könnt ihr besorgen. Das ist das kleinere Problem daran. Ich würde sagen, so ein Kräutergarten ist ja relativ witzlos. Verglichen mit dem, was wir hier schon gebaut haben. Ja, man muss aber trotzdem zu sagen, wir sind jetzt erst ein paar Folgen über die alte Staffel rüber. Wir haben jetzt schon bei weitem mehr geschafft. Wir waren auch von Anfang an mehr Leute. Psst, das muss doch keiner wissen. Und ihr habt mich? Eben. Wir haben The Machine dabei. Reiben tue ich gerne. Nerven. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich bin hier ganz alleine oben, ne? Nein, das stimmt nicht. Du hast Gefühle? Sag ja, das ist auch nur so ein Gefühl, weil immer wenn ich hier oben zu schippen bin, ist nie jemand da. Auf den Strich. Hast du? Was? Schaufelstrich. Ach so, Schaufelstrich. Okay. Dann haben wir jetzt zwei Schaufeln. Juhu. Pro Folge eine Schaufel. Wir brauchen noch 200 Folgen. Läuft. Ich glaube, wenn da diese eine Schräge, die schlimmste Eck gemacht ist, dann geht der Rest relativ schneller. Weil das geht ja Richtung Berg, geht das ja auch wieder auf. Da musst du ja weniger aufschütten.
Nur da, wo ich hinschütte, das wird ja auch immer noch immer tiefer, oder? Das wird ein Traum, das noch alles auf das volle Maß zu kiesen. Ich hoffe, du nimmst für den äußeren Rand nur Unterboden und keinen Waldboden. Gib mir Mühe, ja. Gut. Ich wollte ja am Ende sowieso noch überall eine Schicht drüber schmeißen, weil das muss ja sowieso alles auf gerade Zahlen da unten, weil ja die letzte auch eine gerade Zahl wird, ne? Genau. Letzter Rand muss Boden sein. Könnte man auch mit Lehm machen. Dann musst du den Hang nicht nochmal runterrutschen lassen. Ja. Und auf Lehm wächst, glaube ich, auch nichts. Ich erinnere. Und auf Lehm bewegst du dich auch schneller. Egal, der wird ja draufgebaut. Aber Kies sieht cooler aus. Ja, aber Kiesen, dann musst du es doppelt so schräg, also die halb so schräg nur machen. Viel Spaß. Auf der letzten Seite am Rand kann man tatsächlich auch Lehm hinballern, weil da kommt ja sowieso die Mauer drauf, ne? Genau. Sieht dann ja keiner. Und Kacklehm haben wir bestimmt noch überall in den Gruben, der irgendwie nur einstellige Qualität hat oder so. Qualität ist da ja völlig simpel. Jupp. Achso, wir haben übrigens 30 Minuten voll, ne? Gut, dass du das sagst. Dann bin ich ja wieder mit meinem Text dran. Gut. Wenn ihr mitspielen wollt, wir sind jeden Sonntag gerne für euch verfügbar. Zwischen 18 und 22 Uhr könnt ihr uns erreichen. Unsere IPs und unsere Passwörter findet ihr jeweils in unseren Videobeschreibungen. Wenn ihr müsst nichts Eigenes machen, ihr könnt was Eigenes machen, könnt es aber auch nicht. Wir suchen immer wieder gerne Mitstreiter, die mit uns zusammen den Boden umgraben. Ansonsten, wenn ihr bei Barock schaut, schaut gerne bei mir. Wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Barock rein. Über ein Abonnement, über Daumen nach oben würden wir uns natürlich alle freuen. Und ansonsten sage ich einfach mal, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss. 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 Ja.